Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Heute mit diesen Themen. Schwarz-Blau, was bringt uns die neue Regierung? Wie groß wird der Aufschrei gegen Schwarz-Blau? Und nach Piels Rücktritt fehlt jetzt eine harte Opposition gegen Schwarz und Blau. Die Insider, bei Niki Fellner und Isabel Daniel heute im Studio zu Gast sind Andreas Kohl, Josef Kalina, Hans-Henning Schasach und Ewald Stadler. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Jetzt auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend auf OE24TV. Heute wieder mit den Insidern. Mit mir durch die Sendung führt wie immer Isabel Daniel, Politinsider in der Tageszeitung Österreich. Und wir haben vier sehr spannende Gäste hier, mit denen wir vor allem über die neue Regierung sprechen werden, über Schwarz-Blau. Zwei ganz unterschiedliche Fronten, wenn ich so sagen darf. Auf der linken Seite des Tisches ist die Anti-Schwarz-Blau-Fraktion, wenn ich so sie vorstellen darf. Das ist einerseits Hans-Henning Schasach, einer der schärfsten Kritiker von Jörg Haider damals, Mitinitiator des Lichtermeers und aktuell Autor eines Buchs über die Verbindungen der FPÖ zu Burschenschaften. Da werden wir auch nachher drüber reden. Freut mich sehr und glaube ich ein ganz, ganz großer Kritiker von Schwarz-Blau, aber das werden Sie uns nachher erzählen, nehme ich an. Dann haben wir Josef Kalina zu Gast, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der SPÖ, auch damals immer wieder Infights gehabt mit vor allem der ÖVP-Seite, aber auch der FPÖ und jetzt Politberater, der das ganze Geschehen von außen betrachtet, mit dem wir auch ein bisschen natürlich zur aktuellen Rolle der SPÖ sprechen wollen und inwiefern sie die Oppositionsrolle wahrnehmen wird. Schönen guten Abend. Und auf der rechten Seite des Tisches begrüße ich Andreas Kohl, den ehemaligen Nationalratspräsidenten und vor allem in dieser Runde besonders spannend, damals auch Clubobmann gewesen unter Schwarz-Blau 1 und Teil dieses berühmten Küchenkabinetts gewesen, wenn ich das so sagen darf, dass diese schwarz-blaue Koalition ja unter Wolfgang Schüssel eingefädelt hat. Schönen guten Abend. Ja. Und Ewald Stadler, ehemaliger FPÖ- und BZÖ-Politiker, der im Nationalrat auch diese Ära von Schwarz-Blau 1 und dann später auch Schwarz-Orange miterlebt hat und das Ganze jetzt auch als politischer Beobachter wieder analysieren wird. Schönen guten Abend. Ja, ich würde gerne starten mit vielleicht dem aktuellen Stand. Isabel, du beobachtest das Ganze ja ganz genau. Wann wird denn deiner Meinung nach die neue Regierung jetzt feststehen? Geht sich's aus? Wir haben ja gesagt, die Regierung zum Nikola oder der eine oder andere wird es vielleicht sagen zum Krampus. Wird sich das ausgehen deiner Meinung nach oder wird es doch ein bisschen länger dauern? Ob sich der Krampus ausgeht, weiß ich nicht so, wie es jetzt ausschaut, aber zumindest die ÖVP hat das Ziel, dass es definitiv vor Weihnachten stehen soll, weil sie ein bisschen die Sorge haben, dass man das schon in Deutschland sieht, dass die Koalitionsverhandlungen dort schon, die Leute schon fragen, wieso bringen die nichts zustande. Und sie arbeiten nach einem Motto, das der Andreas Kohl aus Schwarz-Blau 1 gut kennt, also die ÖVP-Seite, Speed Kills. Sie wollen da aufs Gas drücken und im Moment schaut es danach aus, als würden sie über die inhaltlichen Punkte eigentlich ziemliches Einverständnis finden. Aber es gibt natürlich Konflikte, was die Ressortaufteilungen angeht und da gibt es sehr sensible Wünsche, also eben die FPÖ, die mindestens zwei der drei Schlüsselressorts will und das Innenministerium und abwechselnd entweder Finanzministerium oder Außenministerium auch fordert. Und das ist für Teile der ÖVP natürlich nicht so einfach, da Ja zu sagen. Mhm. Werden wir nachher, glaube ich, dann eher auch noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, vor allem, was es bedeutet, wenn das Außenministerium an die FPÖ gehen könnte, was ja derzeit im Raum steht. Ich würde jetzt gern zum Andreas Kohl kommen. Jetzt treten der HC Strache und Sebastian Kurz, zumindest in den Pressestatements, die sie abgeben, immer sehr harmonisch auf. Das läuft alles sehr rund, hat man das Gefühl. Gibt es Ihrer Meinung nach überhaupt irgendwelche Knackpunkte in dieser Regierung oder ist man sich eh bei allem einig und ist das Programm, wie es ja sozusagen auch immer wieder von SPÖ-Seite heißt, eh zu 80% deckungsgleich? Naja, als erstes möchte ich mal sagen, es gibt keine schwarz-blaue Koalition, sondern eine türkis-blaue Koalition. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wer immer glaubt, dass das eine Neuauflage der seinerzeitigen Koalition Ries-Basser-Schüssel ist, der irrt sich. Es sind völlig andere Voraussetzungen. Es ist diesmal der Wahlsieger auch Kanzler. Und beide diese Parteien haben sich stark verändert, stark verändert. Was man von den Oppositionsparteien zum Teil nicht sagen kann.
Und ich glaube, dass wir eine erneuerte Republik sehen als Ergebnis dieser Koalition. Und wir werden auch sehen, dass die Metamorphose des politischen Systems Hand in Hand gehen wird mit einer Metamorphose der politischen Parteien. Die Grünen zerreißt es, hat es gerade zerrissen. Aus der Volkspartei wurde die türkise Bewegung. Die Freiheitliche Partei hat ihre Strategie seit der Europawahl, seit der Präsidentenwahl geändert. Und die SPÖ hat diese Metamorphose noch vor sich. Aber niemand geht zweimal durch den gleichen Fluss. Das heißt, das ist keine Neuauflage, es ist eine völlig neue Angelegenheit. Und ich glaube, dass im Sinne des Themas, was sich die Österreicher erwarten können, denke ich, ein Ende der Streitkoalition, eine homogenere Politik und doch auch eine Anzahl von Maßnahmen, die man als Reformen bezeichnen kann. Weil das, was wir seit 2006 sehen in Österreich, das waren zum Großteil keine Reformen, das war Schminken, Waschen, Schmieren, aber keine Veränderung. Also Sie sagen, das wird die große Reformregierung? Das kann eine große Reformregierung werden, weil sie homogen ist. Sie haben gesagt 80% des Programms. Das sage nicht ich, das ist die Opposition. Ich habe mir beide Programme angeschaut. Es sind natürlich gesellschaftspolitisch, gibt es viel mehr Schnittmengen, was die soziale Marktwirtschaft betrifft, was die Einstellung zur Migration betrifft, die Einstellung zur Sicherheit, Schulfragen, Steuerfragen. Das sind beide Parteien eigentlich auf einem sehr ähnlichen Weg. Und daher könnte man mit Hilfe der NEOS wahrscheinlich einige größere Dinge, wie die Schuldenbremse zum Beispiel oder eine zeitgemäße Kompetenzaufteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, das könnte man aufgrund der Homogenität, die da zwischen diesen Parteien vorhanden ist, könnte man da doch viel an Reform weiterbringen. Andreas Kohl sagt, die große Reformregierung, die auch mit Zweidrittelmehrheit einige große Reformen beschließen kann. Jetzt die Frage an den Josef Kalliner. Läuft Ihnen da ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn Sie daran denken, dass hier mit Zweidrittelmehrheit alles beschlossen werden könnte, mit Hilfe der NEOS als Zünglein an der Waage? Haben Sie Angst? Es steht immer wieder im Raum, da jetzt kommt der große Sozialabbau, der Kahlschlag bei den Kammern, also Ende der Pflichtmitgliedschaft, Privatisierungswelle von ÖBB angefangen. Auf was müssen wir uns gefasst machen? Ich habe überhaupt keine Angst. Ich glaube, dass die Österreicher, wenn sie gescheit sind, keine Angst haben. Demokratie ist einfach so, dass es auch einen Wechsel gibt. Das ist ganz normal. Ich denke mal, der Dr. Kohl hat es nicht verlernt. Der könnte wunderbar jetzt auch wieder sozusagen den Ton angeben da in dieser neuen Regierung. Und ich würde eigentlich als Bürger dieses Landes hoffen, dass es zu großen Reformen kommt. Ich glaube aber, dass sozusagen hier die Erwartung, die der Dr. Kohl äußert, natürlich, wenn bei den Regierungspartnern, vor allem bei den Freiheitlichen, dieses Mal verhindert werden soll, dass man wieder quasi über den Tisch gezogen und filetiert wird, ja, diesmal nicht mitspielen wird. Denn die Homogenität gibt es natürlich bei einigen Fragen, wie zum Beispiel der Zuwanderung, sehe ich das auch. Ja. Oder bei gesellschaftspolitischen Fragen, dass man halt die Kinderbetreuung wieder ein bisschen einschränkt, weil es eh okay ist, dass die Frauen am Nachmittag zu Hause sind und Mittagessen kochen, da sehe ich das auch, bei so gesellschaftspolitischen Fragen. Ja. Aber erste Unterstellung, vier haben Sie gut bei mir. Okay, mitzählen. aber wenn es darum geht, dann sozusagen zu definieren, was ist eine große Reform? Ja, für die ich sehr bin. Also ich würde mir zum Beispiel sehr stark erhoffen, dass eine Regierung, ich hoffe jetzt die nächste schon, die überbordende Bürokratie dieses verrückten Föderalismus, den wir in Österreich haben, zurückdrängt. Das wäre zum Beispiel eine ganz, ganz große Herausforderung. Weil wo soll man denn einsparen, wenn nicht beim Staat, sprich bei der Bürokratie, sprich bei den Beamten, bei den Bleistiften und Kugelschreibern, das ist ja alles lächerlich. Also das wäre, glaube ich, eine große Erwartung, die ich da hätte. Ja. Aber wenn es darum geht, sozusagen, was Leute eben aus den, wie soll man sagen, die hinter der erneuerten ÖVP stecken, ja, sich erwarten, dann glaube ich, dass das völlig andere Erwartungen sind, als das Fußvolk der freiheitlichen Wähler hat. Weil dort sind Erwartungen und, wie soll man sagen, einer
einer Reform hin in Richtung Wirtschaftsliberalismus, Abbau natürlich von Schutzmechanismen, logischerweise mehr Wettbewerb, mehr Druck, ist ganz okay, ist ganz legitim, aber das hat sozusagen das Wählerpotenzial der Freiheitlichen natürlich gar nicht. Das heißt, die Erwartung zu haben, wie Kohl sie jetzt freundlich formuliert hat, gesagt, er könnte es gleich wieder versuchen, die Frage ist nur, ob man es jetzt bei den Freiheitlichen jemand einreden kann, wie damals Westenthaler und Riesbasser, ja, oder Haider, darf man nicht vergessen. Glaube ich nicht, weil noch einmal bei einem Blut-, Schweiß- und Tränenprogramm der ÖVP mitmachen, wo dann die eigenen Wähler sozusagen rasiert werden, das glaube ich, wird Strache, wird die FPÖ nicht machen. Daher glaube ich eigentlich, es wird viel Gemeinsames geben im Marketing, im Auftritt, jetzt einmal vor allem in Richtung Zuwanderung und so weiter, plakative Maßnahmen. Aber wenn es dann an die Frage geht, was sind Reformen? Da werden naturgemäß die Vorstellungen zwischen Strache und Kurz oder wem auch immer dann die Repräsentanten auseinandergehen, logischerweise. Ja. Ewald Schadler, jetzt hat Herr Kalliner gerade gemeint, quasi so harmonisch kann das gar nicht werden, weil die zwei doch in vielen Fragen dann deutlich weiter auseinander sind, als es jetzt den Anschein hat. Was würden Sie denn Ihren ehemaligen Parteifreunden, Kollegen raten? Wie sollen Sie diese Koalition angehen, beziehungsweise wie harmonisch dürfen Sie sich überhaupt geben, damit Sie nicht bei der nächsten Wahl komplett rasiert werden und die FPÖ wieder auf deutlich unter 20% runterrasseln? Es gibt manchen Unterschied, aber einer der wesentlichen Unterschiede zum Jahr 2000 ist, dass die Basis der FPÖ, zwar die Funktionärsbasis, aber auch die Wählerschaft, auf diese Koalition vorbereitet ist. Das war es im Jahre 2000 nicht. Da hat man sie eher sozusagen ertragen, aber nicht gewollt. Das ist diesmal völlig anders. Es geht ja auch der Parteichef selber in die Koalition hinein und so wie ich ihn kenne, wird er sehr streichfähig sein. Sobald er einmal in einem Ministerium sitzt und ein Dienstauto hat, wird er sehr, sehr leicht zu handeln sein für den Koalitionspartner. Für mich sind die Garanten eines Reformwillens und der Aufarbeitung eines Reformstaus, der einfach notwendig ist, sind eher Sebastian Kurz und Dr. Josef Moser, der frühere Rechnungshofpräsident, weil der weiß genau, was in dem Staat zu reformieren ist. Und der hat keine parteipolitischen Scheuklappen und sozusagen eingeengten Sichtweisen. Und ein bisschen am Vorgeschmack, was kommen kann, sieht man schon in Oberösterreich. Wenn ich jetzt höre, dass die dortige Regierung unter dem neuen Landeshauptmann mit der FPÖ als Regierungspartner eine Schuldenbremse einführt und sozusagen einmal beginnt, linear in der Bürokratie herunterzustreichen und abzubauen, das kann nicht revolutionär sein, sondern das muss Schritt für Schritt gehen, aber irgendwann mal muss man anfangen damit. Und das Beste ist, übers Budget anzufangen, sodass es auch die Regierungsverhandlungen auch richtig begonnen wurden, nämlich übers Budget, über den Kassasturz und über die Offenlegung der Zahlen. Dann glaube ich schon, dass also hier mit Reformen zu rechnen ist und die sind auch wünschenswert und sie sind auch notwendig. Würde diese Koalition das nicht machen, würde sie genauso abgestraft werden vom Wähler wie die früheren Koalitionen. Und selbst der Herr Kalliner hat indirekt zugegeben, dass es einen Reformstau gibt und der ist abzubauen. Und wenn das diese Koalition nicht schafft, dann wird sie vom Wähler auch die Quittung dafür bekommen. Daher glaube ich schon, dass aus der Einsicht heraus, wieder politischen Erfolg haben zu wollen, beide für Reformen zu haben sein werden. Natürlich ist es für die Blauen ist eine gewisse Unsicherheit, dass in dem Moment, wo sie Unpopuläres mittragen müssen, ist dort die Neigung sehr groß, den Koalitionspartner dafür verantwortlich zu machen, weil das das Einfachste ist. Die Rolle wird dann Ihrer Meinung nach Herr Heimbuchner einnehmen oder nein, wer wird sozusagen nein, der moderne Jörg Haider? Der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Sondern der entscheidende Punkt wird sein, dass kein Gegengewicht in der Partei vorhanden ist, das gegen den Strache als Vizekanzler auftreten wird. Es wird keine Opposition in der Das wird es nicht geben. Das wird der Hauptunterschied zu 2000 sein, weil da saß sozusagen die potenzielle innerparteiliche Opposition in Klagenfurt und hat nur darauf gewartet, Ich habe damals meine kritische Haltung zu dieser Koalition, insbesondere zu den Maßnahmen des Finanzministers aus der eigenen Partei, nicht aus dem Koalitionspartner, nie einen Hehl daraus gemacht. Und ich bin später aber doch dann bestätigt worden, ich habe die Politik schon zu Beginn des Finanzministers Grasser nicht verstanden und auch nicht mitgetragen. Und das war meiner Ansicht nach einer der großen Startfehler dieser Koalition damals. Aber das fehlt es an diesen Persönlichkeiten. Diesmal ist es völlig anders. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ist völlig anders. Dass es völlig anders ist, weil nicht der dritte Kanzler wird, weil da die Augenhöhe hergestellt ist, weil der Chef der zweiten Partei in die Regierung geht und weil die Schnittmenge sehr groß ist.
Und da glaube ich, da werden manche noch ihre Überraschungen sehen. Das erste wird eine Steuerreform sein für die kleinen Leute. Das ist das Erste, was sie machen werden. Jetzt lassen wir noch den Hans Schausach genau zu Wort kommen, um diese erste Runde abzuschließen. Der Josef Kallian hat gesagt, er hat keine Angst vor dieser schwarz-blauen Koalition. Wie sehen Sie denn das? Muss man Angst haben oder ist das mittlerweile eh schon normal? Ich würde dazu fragen, weil der Andreas Kohl gesagt hat, die FPÖ ist heute eine völlig andere Partei als seit 2000, weil jetzt jenseits, dass es Jörg Haider nicht mehr gibt. Ist das eine andere Partei als damals? Die FPÖ ist eine andere Partei. Die FPÖ ist wesentlich radikaler, als sie damals war, weil die Burschenschaften, die seinerzeit den rechten Flügel der Partei eingenommen haben, heute diese Partei praktisch in Besitz genommen haben. Ich würde mich freuen, wenn diese Reformeuphorie, die ich da überall höre, wenn die tatsächlich eintreten würde. Ich glaube nur nicht daran. Und zweitens, ich glaube, dass die Widerstände, die diese Koalition, auf die diese Koalition stoßen wird, bei weitem unterschätzt werden. Es wird inneren und es wird internationalen Widerstand geben. Mein Kollege Dagupta von der Süddeutschen Zeitung hat schon den Anfang gemacht. Er hat eine zweiteilige Serie, eine zweiteilige Arbeit über Straches Neonazi-Vergangenheit publiziert. Der Spiegel ist zum Teil schon aufgesprungen. In der Neuen Züricher Zeitung wurde das bereits thematisiert. Strache hat immer wieder gesagt, ich war nie Neonazi und werde nie Neonazi sein, aber Polizeiprotokolle und Gerichtsakten aus den 80er Jahren belegen das Gegenteil. Strache kommt aus dem radikalsten Teil der Neonazi-Szene. Strache hat an der Jahreswende 89-90 mit der Wikingjugend demonstriert an der innerdeutschen Grenze. Die Wikingjugend war die radikalste Neonazi-Gruppierung, die es in Mitteleuropa gegeben hat. Ein Aktivist der Wikingjugend hat den schlimmsten neonazistischen Terroranschlag der Nachkriegsgeschichte verübt, den Anschlag auf das Münchener Oktoberfest. 13 Tote, 200 Verletzte. 3 Wochen nach diesem Terroranschlag der nächste Anschlag eines Wikingers. Der jüdische Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke wurden ermordet. Das Landratsamt in Fulda hat wegen dieses hohen Gewaltpotenzials dieser Wikingjugend diesen Aufmarsch verboten. Strache und seine Wikinger haben sich daran nicht gehalten. Daraufhin sind Strache und mit ihm alle mitgereisten österreichischen Neonazis, das waren die, die in der ersten Reihe marschiert sind, die sind festgenommen worden und sind 9 Stunden in Verwahrungshaft genommen worden. Also das, was jetzt sich abspielt, was jetzt begonnen hat mit diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, das wird ganz, ganz sicher in den kommenden Wochen den Widerstand von außen verstärken. Und dann wird es den Widerstand von innen geben. Das ist der Widerstand der Zivilgesellschaft, für die ich dieses Buch geschrieben habe. Über den Widerstand werden wir dann bei anderer Gelegenheit reden, weil ich will nicht länger reden als meine Vorredner. Zum internationalen Reaktionen, es wird aber nicht mehr so heftig ausfallen, wie es 2000 ausgefallen ist. Es stimmt, aber ich habe das auch. Ich glaube, dieser Widerstand in Österreich hat halt extrem abgenommen. Weil ich glaube, auch diesmal haben die Leute ganz bewusst schwarz und blau gewählt und sie versammeln nun mal fast 60% der Stimmen hinter sich. Und ich glaube, das ist der Unterschied, auch die Annäherung, die es seitens der SPÖ zu den Freiheitlichen gegeben hat, nun einmal, dass das jetzt anders ablaufen wird. Aber falls es radikale soziale Kürzungen gäbe, glaube ich schon, dass es Widerstand geben würde. Gegen das Ideologische glaube ich nicht. Den internationalen Widerstand schätze ich ein bisschen anders ein, weil die Politiker in dem Moment, wo das medial aufbereitet wird, mit aufspringen werden. Und wenn das, was die Süddeutsche jetzt da geschrieben hat, Schule macht und in anderen Medien ebenfalls in ähnlicher Form präsentiert wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politiker dazu nichts sagen. Wir müssen jetzt eine ganz kurze Werbepause machen, aber es war eine gute Einleitung gleich auf den nächsten Teil, weil genau da werden wir drüber sprechen im zweiten Teil, nämlich wie groß wird denn der Aufschrei gegen Schwarz-Blau werden oder Türkis-Blau, wie der Herr Kohl vorher gesagt hat. Wird es diesen überhaupt noch geben oder eben nicht? Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. Jetzt auf OE24 TV.
Die Insider, der spannende Polit-Talk. Heute mit diesen Themen. Schwarz-Blau, was bringt uns die neue Regierung? Wie groß wird der Aufschrei gegen Schwarz-Blau? Und nach Piels Rücktritt fehlt jetzt eine harte Opposition gegen Schwarz und Blau. Die Insider, bei Niki Fellner und Isabel Daniel heute im Studio zu Gast sind Andreas Kohl, Josef Kalina, Hans-Henning Schasach und Ewald Stadler. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Jetzt auf OE24TV. Ja, willkommen zurück auf OE24TV bei den Insidern. Heute eine besonders spannende Runde bei uns zu Gast, die zu Schwarz-Blau diskutiert. Wir haben einerseits Andreas Kohl, der Klubobmann war bei Schwarz-Blau 1. Wir haben Ewald Stadler, ehemaliger FPÖ-Politiker und BZÖ-Politiker, aber auch einer der schärfsten Kritiker, muss man sagen, von HC Strache, der auch damals die FPÖ deswegen verlassen hat. Wir haben den Josef Kalina, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer und mittlerweile Berater. Und wir haben Hans-Henning Schasach, der ganz aktuell ein Buch geschrieben hat zu den Verbindungen der FPÖ zu den Burschenschaften. Und ich würde gerne mit diesem Thema starten, wie groß der Aufschrei gegen Schwarz-Blau wird. Wir haben im letzten Block schon kurz darüber gesprochen. Wie rechts ist denn die FPÖ Ihrer Meinung nach, Herr Schasach? Sie haben vorher gesagt, sie ist noch radikaler als bei Schwarz-Blau 1. Also, und Jörg Haider hat seinerzeit versucht, diesen Deutschnationalismus zurückzudrängen. Er hat gegen die Deutschstümmelei gewettert, er hat den Anteil der Burschenschaften im Parlament reduziert. Unter Strache ist das Gegenteil passiert. Die deutschnationalen schlagenden Burschenschaften haben diese Partei zuerst unterwandert, danach dominiert und mittlerweile völlig in Besitz genommen. Die Freiheitliche Partei wird geführt von einem Bundesparteiobmann und von 5 Stellvertretern. 5 dieser 6 Herren sind Burschenschafter. Dass bei der FPÖ keine Frau dabei ist, das braucht man gar nicht erwähnen. Das heißt, die Burschenschaften dominieren diese Partei. Sie haben sie praktisch in Besitz. Und Ergebnis meiner Recherchen ist, und das beschreibe ich ja in diesem Buch sehr ausführlich, dass diese Burschenschaften explizit verfassungsfeindlich agieren. Verfassungsfeinde in der Regierung zu haben, das halte ich für keine besonders angenehme Position. Aber das heißt, Sie sagen definitiv, die FPÖ ist Ihrer Meinung nach radikaler, als sie es damals war bei Schwarz-Blau 1. Das lässt sich durchaus belegen. Ich will nur nicht ständig am Wort sein, aber ich kann das gern noch ausführen. Okay. Ewald Stadler, wie sehen Sie das? Ich fürchte mich also überhaupt nicht vor den Burschenschaften in der Regierung, weil, ich sage es Ihnen noch einmal, die sind biegsam in jede Richtung, sobald sie ein Büro und ein Dienstauto haben. Ist die jetzt ideologischer als 2000? Nein, das ist überhaupt nicht, sondern sie ist nur auf ein Thema fixiert. Ich halte das sogar noch für problematischer, dass sie in Wirklichkeit nur ein singuläres Thema hat, nämlich die Ausländerpolitik. Ansonsten hat sie kaum irgendein Thema. Und das ist das einzige Thema, wo sie sich sozusagen ideologisch profilieren kann. Ansonsten hat eine Entideologisierung und eine Steigerung der Beliebigkeit stattgefunden. Natürlich war das etwa, man hat das unter Haider natürlich überdünnt, weil Haider hat sich ständig neu selber erfunden. Das kann der Strache nicht. Daher hat man den Eindruck, dass er eine gewisse ideologische Stringenz hat, hat er aber nicht. Sondern er wird, und das wird der Koalitionspartner sehr rasch merken, er hat eine Bereitschaft, sehr, sehr weit in jede Richtung biegsam zu sein, wenn es dem Machterhalt und dem Regierungserhalt dient. Da schließe ich mit Ihnen heute eine hohe Wette ab. Andreas Kohl, darf die ÖVP mit so einer FPÖ, wie sie der Hans-Henning Schasach vorher geschildert hat, in eine Koalition gehen? Ich glaube, in eine türkisblaue Koalition, um das noch einmal zu sagen. Ich beurteile die politischen Parteien nach dem berühmten 3P, der Faustregel. Nach dem Programm, nach den handelnden Personen und nach der praktischen Politik. Und wenn ich diese drei Dinge, diese Parameter anlege an die FPÖ, dann muss ich feststellen, ist die FPÖ das Programm, das Norbert Hofer geschrieben hat, nachdem das letzte Programm vorher Sie geschrieben haben, Herr Stadler, war wesentlich ideologischer. Das Hofer-Programm ist stark in die Mitte gerückt. Ja. Die politische Praxis hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht auffällig geändert. Der Chefstratege der Partei, Herbert Kickl, hat also hier, denke ich, ganz starke Korrekturen angebracht, die eingehalten wurden. Und man muss natürlich auch sehen, dass in beiden Parteien die Anzahl derjenigen, die diese türkisblaue Koalition wollen,
sehr, sehr groß ist. Also ich habe einen Spitzenfreiheitlichen gefragt vor der Wahl. Sie werden ja ohnehin mit den Sozialdemokraten eine Koalition machen. Das ist ja alles hergerichtet. Kern hat die Kriterien definieren lassen, hat die Barrieren weggeräumt. Es gilt doch der alte Grundsatz für alle Freiheitlichen immer, lieber rot als schwarz. So ist das in Kärnten ja damals gewesen, nach dem Krieg etc. Mit den Klerikalen wollte man nicht. Und da hat mir der Spitzenfreiheitliche gesagt, da haben Sie vielleicht recht. Aber jetzt, und da bestätige ich, was Sie sagen, Herr Stadler, 80% der Anrufe, die wir kriegen, ist Koalition mit den Türkisen und nicht mit den Sozialdemokraten. Und in der ÖVP war der Widerstand, und ich kann mich sehr gut an diesen Widerstand erinnern, eines großen Flügels innerhalb der ÖVP, die also Bernhard Görg zum Beispiel, Erwin Bröll, auch Büringer, kann ich mich erinnern. Büringer wurde erst durch die von den Sozialdemokraten veranstalteten Sanktionen dazu gebracht, der Koalition zuzustimmen. Also das gibt es diesmal nicht. Diesmal haben also Sie sind in der ÖVP überhaupt in der keinen ÖVP Widerspruch gibt es nicht den geringsten Widerspruch und es soll sich niemand täuschen. Ich habe beim Parteitag der ÖVP habe ich gesagt, ich glaube, dass da sich manches ändert, aber die Substanz nicht. Ich glaube jetzt, dass Sebastian Kurz auch, das Parteiprogramm ist neu, die Personen werden wirklich total verjüngt, überall. Und ich glaube auch, dass also da ein großer Wandel in der Volkspartei stattgefunden hat. Und zwar in Richtung von Kurz. Und da soll sich niemand erwarten, dass da jetzt, wenn die Koalition dann steht, plötzlich Heckenschützen daherkommen. Gibt es nicht. Isabel, wolltest du was sagen? Also, und die Partei ist, Herr Schaßack, ich bin hundertprozentig nicht Ihrer Meinung. Und Sie überschätzen, die Burschenschaft. Ich habe so viele kennengelernt in meiner Studienzeit. Wie man in Tirol sagt, es gibt immer Söttene und Söttene. Die kann man doch nicht alle über einen Leisten scheren. Die muss man doch individuell beurteilen. Und wären sie verfassungsfeindlich, wären sie verboten. Also ich habe dort eine Innensicht, Herr Schaßack. Ich war ja selber einmal Mitglied einer schlagenden Verbindung. Ich habe eine Innensicht, ich sage Ihnen, das ist ein Popanz, den Sie da errichten. Ja, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Und die Befürchtungsindustrie, die Sie sich aus dem Ausland erwarten, die ist schon längst heruntergefahren worden. Die hat ihre Ladenhüter schon ausverkauft, glauben Sie mir. Das ist, aus dem Ausland erwarte ich mir überhaupt keine Widerstände mehr, wenn überhaupt geringe. Es wird auch keine Botschafterabberufung aus dem Nahen Osten geben. Es wird keine drei Weisen mehr aus dem Euroland geben, denn schier verzieht sich die EU nicht noch einmal ein. Und Regierungen beginnen in ganz anderen Ländern mit Rechtskoalitionen viel besser zusammenzuarbeiten, als man sich das erwartet hat. Die Europäische Union hat ganz andere Probleme als eine Koalition zwischen Türkis, ÖVP und FPÖ in Österreich, glauben Sie nicht? Nur replizieren darf. Ja, ich frage mich, ob der Herr Dr. Kohl das Programm der Freiheitlichen wirklich gelesen hat. Die Volksgemeinschaft, die wird in der wissenschaftlichen Literatur als Wesenselement der nationalsozialistischen Staatstheorie beschrieben. Der deutsche Verfassungsschutz nennt das ein bisschen einfacher, das ist das Wunschbild der Neonazis. Diese Volksgemeinschaft ist unter Jörg Haider Ende der 80er Jahre, weil es ein Nazi-Begriff war, weil die Volksgemeinschaft ein Programm der Ausschließung und der Unterdrückung war, aus dem Programm der FPÖ gestrichen worden. Im Programm Ende der 90er Jahre. Dieser Nazi-Begriff ist gestrichen worden. Und im Parteiprogramm von 2011 unter Straches Obmannschaft, unter Hofers redaktioneller Leitung, ist dieser Nazi-Begriff wieder hineingeschrieben worden in das Parteiprogramm der FPÖ. Also, dass man sich auf das Programm beruft. Muss man das kontextuell auslegen. Ja, das muss heißt, man. Im Zusammenhang und ich gebe Ihnen, und nicht, und ich gebe Ihnen recht. Mit Begriffsjurisprudenz. Nein, ich gebe Ihnen durchaus recht in Ihrer Einschätzung, dass nicht so viel passieren wird, aber ich bleibe dabei, dass
das, was die Freiheitliche Partei tut, um die Macht zu erhalten, und das, was die Freiheitliche Partei aber wirklich als Ziel weiterverfolgt, dass das eben weit auseinander liegt. Und zu diesen ideologischen Zielen der Freiheitlichen Partei werden wir ja auch noch kommen. Also Herr Schasok und die beiden Herren kommen, glaube ich, in der Sendung nicht mehr auf einen grünen Zweig. Josef Kallinger, wird es einen Aufschrei geben oder wird es, so wie Andreas Kohl und Ewald Stadler sagen, alles relativ ruhig über die Bühne gehen und im Endeffekt... Also, Sie haben es vorher, glaube ich, indirekt angedeutet. Ganz sicher, das ist ja auch schon angekündigt, wieder Proteste geben. Dazu sind die über Jahrzehnte aufgebauten Emotionen viel zu vehement gewesen, als dass das sozusagen ganz ohne Proteste gehen könnte. Aber das wird nicht annähernd die Wucht haben. Es wird ein paar Demos von SOS Mitmensch geben. Ganz sicher. Aber es wird nicht. Aber es wird nicht annähernd die Wucht haben. Und wie gesagt, das ist ja wirklich der Punkt, ist der Unterschied eben. Es ist diesmal eben keine Koalition, wo man sozusagen auch der zu Recht unterstellen kann, dass hier sozusagen mit Renke der Dritte, der sagt, er geht in Opposition mit Hilfe des Zweiten, Sie wissen, dass das eine ganz besondere Geschichte damals war, daher auch so wahnsinnig viele Emotionen auf der klassisch-sozialdemokratischen Seite. Ich denke mal, das wird es alles nicht geben. Es ist schon so, dass natürlich in dieser Wahl immanent war, dass irgendwas anderes kommen muss. Also die beiden Parteien, SPÖ und ÖVP, haben ja die letzten Jahre so regiert, dass die Leute tatsächlich so einen Veränderungswunsch hatten, dass irgendwas anderes kommen muss. Und das hat der Sebastian Kurz, glaube ich, sehr geschickt auch dann für sich genützt in die Richtung, es muss Veränderung geben. Und daher ist jetzt, glaube ich, die Empörung über das, dass es tatsächlich eine Veränderung gibt, wie soll die ausschauen, ja, kann nur entweder, logisch war diese Regierung, daher werden die Proteste, glaube ich, sehr überschaubar sein. Ja, also ich sehe das auch so, weil im Wahlkampf hat es zwei Schwerpunkte gegeben. Erstens Migration, zweitens Ende des Anpatzens à la Silberstein zum Beispiel. Ja. Diese Geschichte, das kriegen die Österreicher. Und deswegen, die Österreicher kriegen eine Regierung, die nicht nur streitet und wo nicht der Chef einer Partei einen Auftrags-Dirty-Campaigner auf den anderen im Geheimen ansetzt. Sie meinen den Grünen aus der ÖVP, der die Seite gegen Kern gemacht hat, meinen Sie jetzt sicher, oder? Also wenn wir schon dabei sind. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, den Wahlkampf gehen wir jetzt lassen, oder? Die Anpassgeschichte. Nein, und daher wird im Inneren wird es also sehr ruhig sein. Und ich bin aber überzeugt, dass die gleichen Kräfte, die im Jahre 2000, im Jänner 2001, beim Shoah-Treffen am 26. Jänner, die Sanktionen gegen Österreich organisiert haben, die österreichischen Kräfte, die werden wieder in Bewegung sein. Also da wird wieder versucht. Nur der Erfolg wird nicht so groß sein. Ich fürchte mich nicht einmal vor den Kräften, weil erstens, der Bundespräsident ist ein anderer. Ja, der Bundespräsident wird keinen Widerstand leisten. Kessel hat es damals probiert. Aus persönlichen Gründen, insbesondere aus einer Aversion heraus gegen den damaligen ÖVP-Chef. Zweitens, die SPÖ ist mit sich selber beschäftigt. Ja, also was soll die noch machen? Das, was hier an Protesten zu erwarten ist, das ist schon fast Protestfolklore zur Begleitung. Ja, mehr wird es nicht sein. Drittens, Die Österreicher sind mehrheitlich der Meinung, es soll jetzt einmal eine andere Koalition geben. Und daher, gegen die Mehrheit ist schlecht anzukommen, auch mit Protestaktionen. Ja, so. Drittens, es wird kaum einen nennenswerten Druck aus dem Ausland geben, wenn überhaupt. Ich glaube nicht einmal, dass es überhaupt einen Druck geben wird. Daher glaube ich auch, dass daher auch da nichts stattfindet. Und Medien müssen auch auf ihre Leser und Zuhörer und Konsumenten Rücksicht nehmen, sodass es auch von den Medien kein breiter Widerstand kommen wird, weil man auch gegen seine eigene Leserschaft, gegen seine eigenen Medienkonsumentenschaft auch nicht anschreiben und anberichten kann und anhetzen kann. Also das würde eher dazu führen, dass man sich sozusagen einen weiteren Schiefereien tut. Ich sehe die Probleme eher ganz woanders. Die Problemzonen, die ich sehe, die sind schwergewichtig auf der blauen Seite, aber in einem ganz anderen Bereich, nämlich bei der personellen Schwäche. Das ist nach wie vor ein Problem, das war schon 2000 ein Problem und auch in den Folgeregierungen. Das ist meiner Ansicht nach nicht wirklich behoben worden, das wird sich dann herausstellen. Also das erscheint mir ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Und das Zweite ist, wie gesagt, die Neigung
innerhalb der FPÖ-Funktionärschaft, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas unpopulär ist, den Koalitionspartner dafür verantwortlich zu machen. Das muss dann die Führung schauen, dass sie das im Griff kriegt. Wie sie das macht, weiß ich nicht. Die Mechanismen kenne ich nicht. Meine Hoffnung ist nach wie vor, dass ein ausgleichender Mann wie der Dr. Josef Moser, der ehemalige Rechnungshofpräsident, dass der hier, der kennt ja beide Lager sehr gut und vor allem die blaue Seite natürlich, weil er lange Jahre Clubdirektor war, dass er da, glaube ich, steuernd mit eingreifen wir können. Aber die personelle Schwäche auf der FPÖ-Seite halte ich für das größere Problem, insbesondere wenn es um Reformen geht. Jetzt hat der Ewald Schader gerade das Personal angesprochen. Jetzt sind sich bis auf den Hans-Henning Schaser, glaube ich, alle relativ einig, dass sich der Aufschrei sich in Grenzen halten wird in Österreich. Die Frage ist, wenn wir aufs Personal kommen, es steht ja auch im Raum, Norbert Hofer soll Außenminister werden, ob jetzt die EU-Agenten übernimmt oder nicht, steht ja noch zur Diskussion. Aber wird es deiner Meinung nach einen internationalen Aufschrei geben, wenn Norbert Hofer oder ein anderer FPÖ-Politiker, wahrscheinlich Norbert Hofer, Außenminister wird? Ich glaube nicht, dass es einen Aufschrei geben würde, aber ich glaube, es gäbe ein totales Unverständnis, weil man muss, um das jetzt ganz nüchtern zu sehen, die Diskussion und die Beobachtung im internationalen Raum, jetzt jenseits der Visegrad-Staaten, läuft natürlich eher in die Richtung, die der Hans-Henning Schasach beschreibt, ob es einem gefällt oder nicht gefällt. Deutsche Medien, französische Medien, auch die dortigen Politiker sehen natürlich die FPÖ nach wie vor kritisch. Das geht bis zur New York Times, Washington Post. Aber natürlich, wir haben mittlerweile in Ungarn den Viktor Orban als Premierminister, in Polen gibt es Kaczynski und in den USA gibt es Donald Trump. Das heißt, es kann sich niemand jetzt formal aufregen, aber natürlich für die westeuropäischen Staaten wäre ein Außenminister Norbert Hofer oder sonst irgendein Blauer sicher problematisch, weil es ist eine gewisse Sorge da, in welche Richtung bewegt sich das EU-Mitglied Österreich. Das hat jetzt zur Stunde sind gerade wieder zwei Blaue auf der Krim und sagen, man sollte die Annexion der Krim durch Russland doch endlich gutheißen. Das sind alles Sachen, die von Berlin über Paris einfach Sorge bereiten. Und ich glaube, dass die ÖVP sehr schlecht beraten wäre, wenn sie das Außenministerium hergeben würde. Wie schätzt du es ein? Werden sie es hergeben? Die FPÖ kann natürlich in den Verhandlungen mit der ÖVP permanent, auch wenn der Joe Kalliner sagt, das war nicht ein echtes rot-blaues Bemühen, aber die FPÖ kann nun mal dauernd sagen, naja, die SPÖ steht bereit, um mit uns zu koalieren und sie fordern es zur aber Stunde. Das wäre ein schwerer Fehler, wenn die jetzt bei den Koalitionsverhandlungen schon nur aus Postengründen ein derartiges abgespecktes, in Wirklichkeit Grüß-August-Ministerium konstruieren würden, wo die EU-Agenten beim Sebastian Kurz, beim Bundeskanzler blieben und das ein Rest-Außenministerium sozusagen für den Grüß-August Norbert Hofer da wäre. Das wäre die falsche Ansage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich diesen Fehler gleich zu Beginn als Schnitzer erlauben will. Wenn Sie es machen, sind Sie selber schuld. Also ich glaube ganz sicher, do the unexpected, macht das, was niemand erwartet. Wird auch in diesem Fall ein Prinzip sein, der türkis-blauen Koalition. Ich bin überzeugt, dass eine Kabinettsreform Platz greifen wird. Das heißt, es wird Wissenschaft, Unterricht, Familien- und Gesundheitsministerium, das wird alles wahrscheinlich neu verteilt, neu geordnet. Ich bin nicht dabei. Ich berate ja auch niemanden, aber das liegt mir nahe, dass man hier Reformen machen kann. Und da spricht jetzt ganz unabhängig davon, wer Außenminister wird, und das entscheidet letztlich der Bundespräsident, letztlich. Und ich glaube, weder Strache noch Kurz werden von Beginn an in eine Regierung mit einem Konflikt mit einem Bundespräsidenten gehen. Das machen sie nicht. Das heißt, das wird abgesprochen. Aber in einer Frage bin ich nicht Ihrer Meinung, Herr Stadler. Nachdem seit dem Lissabonner Vertrag die Außenminister nicht mehr bei den Europäischen Rat dabei sind, sondern der Regierungschef, spricht sehr viel dafür, dass die, so wie in der EU, das jetzt nicht mehr Außenministersache ist, sondern Chefsache, dass die Europaagenten beim Bundeskanzler angesiedelt werden, der ja die österreichische Stimme auch abzugeben hat.
Und schon jetzt, das wissen Sie als ewiger, als ehemaliger Geschäftsführer, Sie wissen ja, dass es einen Sektionschef bereits jetzt im Bundeskanzleramt gibt, der die Koordination vornimmt. Also da hätte, wenn man eine Kabinettsreform macht und die Dinge nach sachlichen Gesichtspunkten neu aufteilt, bin ich der Meinung, dass es ganz gut wäre, wenn die... Ich möchte schon eines einbringen. Also ich bin hier nicht der Verteidiger der FPÖ in keiner Weise. Ja. Aber das, was da durchklingt, wäre ja sozusagen eine Art Rolle für die FPÖ als reiner Mehrheitsbeschaffer, der sich mit Grüß August Post in der Regierung abgeben soll. Ja, ein abgespecktes, das wollen Sie mir auch nicht geben. Ja, da ist ja auch ein furchtbarer Aufschrei. So, das Finanzministerium wird filetiert und geht auch so. Warum haben wir denn, Herr Kohl, warum haben Sie das nicht jetzt schon gemacht? In der SPÖ, ÖVP wäre ja auch schlau gewesen, dem Kanzler die Europaagenten geben, die Finanzgeschichten. Also da geht es um Macht, bitte tun wir doch nicht so. Ja? Da geht es um Macht. Nein, ich sage nur, damit wir es nicht vergessen für die Zuschauer. So, und wenn die Freiheitlichen, also trotz dieser Schalmeiltöne, die Sie auch hier aussprechen, aber die werden ja nicht blöd sein. Wenn am Schluss werden dann Leute wie die Frau Daniel und die anderen Journalisten schreiben, wer ist Sieger und wer ist Verlierer dieser Regierungsverhandlungen. Und der Strache wäre ja verrückt, würde ja sozusagen jetzt mit den wenigen Prozentpunkten Abstand als Zweiter zur ÖVP sagen, ich mache mal Regierung und dann kriegt der Kanzler einen Finanzminister, Staatssekretär dazu und einen Außenminister dazu und das Finanzministerium speckt man ein bisschen ab und so weiter. Und die Freiheitlichen kriegen so, die kriegen dann den Parkminister und den, was weiß ich. Den, Entschuldigen Sie, das Sozialministerium und das Innenministerium aber sind es geht das, um reale das, Macht. Warum das sind hat die ÖVP, größten Kohl, Verteiler. Jetzt seien Sie mal nicht böse. Warum hat die ÖVP bis dato den Finanzminister wollen? Warum den Außenminister? Warum den Innenminister in einer Koalition mit der SPÖ? Warum? Weil es wurscht ist? Nein, weil es um Einfluss geht, um Macht. Und das werden die Freiheitlichen auch wollen. Die werden ja verrückt, wenn aber sie das täten. Aber spricht dafür, dass die SPÖ das heißt, schlechte Verhandler waren in den letzten... Nein, die SPÖ, das möchte ich nur sagen, die SPÖ hat ganz nie eine Wahl. Wir machen noch einmal eine kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da und sprechen weiter. Ganz kurze Pause und dann sprechen wir vor allem auch darüber, welche Rolle wird die Opposition einnehmen und wer wird denn die starke Opposition gegen Schwarz-Blau sein? Jetzt auf OE24TV, die Insider, der spannende Polit-Talk. Heute mit diesen Themen. Schwarz-Blau, was bringt uns die neue Regierung? Wie groß wird der Aufschrei gegen Schwarz-Blau? Und nach Pils Rücktritt fehlt jetzt eine harte Opposition gegen Schwarz und Blau. Die Insider. Bei Niki Fellner und Isabel Daniel heute im Studio zu Gast sind Andreas Kohl, Josef Kalina, Hans-Henning Schasach und Ewald Stadler. Die Insider, der spannende Polit-Talk. Jetzt auf OE24TV. Ja, willkommen zurück bei den Insidern. Wir haben jetzt schon viel über Schwarz-Blau gesprochen. Ich würde jetzt auch gern auf die Opposition zu sprechen kommen, beziehungsweise würde gerne mit Josef Kalliner beginnen. Die SPÖ hat relativ am Anfang gesagt, sie nimmt sich da selbst aus dem Spiel und geht in die Opposition. War das ein Fehler? Hätte man versuchen sollen, eine rot-blaue, blau-rote Regierung zustande zu bringen? Aus meiner Sicht war insofern, ist jede Ansage davor ein strategischer Fehler. Es ist jetzt klar, Sebastian Kurz hat den Auftrag vom Bundespräsidenten, eine Regierung zu bilden, versucht es mit den Freiheitlichen und soll das tun. Aber ich habe gefunden, die kluge Ansage, die politisch kluge Ansage ist eigentlich die, der muss jetzt das verhandeln. Wenn das nicht erfolgreich ist, stehen wir für Gespräche mit wem auch immer auch zur Verfügung. So ist Politik. Denn letztendlich wirst du ja nicht dafür gewählt, dass du in Opposition gehst, sondern du wirst dafür gewählt, dass du regierst und gestaltest. Und daher, glaube ich, sind diese Vorwegansagen alle aus meiner Sicht politisch nicht klug. Ja? Auf die SPÖ kommt jetzt die Oppositionsrolle zu. Meiner Meinung nach die alleinige Opposition. Die Grünen sind draußen. Der Pilz hat sie noch vor Angelobung atomisiert. Die werden eine Rolle spielen wie die ehemaligen Stronach-Leute dort und die Neos bemühen sich jetzt schon sozusagen noch neoliberaler zu sein als dieser Teil der ÖVP und dort Gas zu geben. Da glaube ich nur, da werden die Freiheitlichen nicht mitspielen und wenn sie es tun, dann ist dort sozusagen schon der meiner Meinung nach der Ansatz für die Sozialdemokraten als Opposition, weil das kann ja nur dann münden in wirkliche Versuche sozusagen, die zum Beispiel die Sozialpartnerschaft abzuschaffen oder solche Dinge, die dann sicher sehr konfliktreich werden.
Hans-Henning Schasach, hätte die SPÖ überhaupt eine Koalition mit der FPÖ ausgehalten oder hätte das die Partei zerrissen? Ich glaube, es hätte die Partei zumindest partiell zerrissen, aber ich komme mir ein bisschen vor, ich bin hier in einer falschen Diskussionsrunde. Hier wird von Sachpolitikern pragmatisch über das diskutiert, was sie jetzt in der nächsten Zeit erwarten. Mein Thema ist die Ideologie. Ich halte die Ideologie für das wichtigere Thema, weil es die langfristige Perspektive ist. Die Ideologie wird sich in den nächsten 10 Jahren nicht ändern. Die Sachthemen werden von Woche zu Woche wechseln. Und ich glaube, dass man einfach daher diese Ideologie sich zumindest auch anschauen muss. Der Herr Dr. Kohl hat gesagt, wären Burschenschaften verfassungsfeindlich, dann wären sie ja verboten. Nein, ich widerspreche dem ganz eindeutig. Österreich hat sich in der österreichischen Bundesverfassung dazu verpflichtet, alle Spuren des Nationalsozialismus aus Gesellschaft und Politik zu tilgen und jede großdeutsche Propaganda zu unterbinden. Die Burschenschaften verstoßen gewohnheitsmäßig und regelmäßig gegen diese beiden Grundprinzipien der nach dem Krieg wiedererstandenen Demokratie. Die Burschenschaften haben die Volksgemeinschaft wieder ins Programm geschrieben. In den Burschenschaften gilt immer noch der Arierparagraf der Nazis, auch wenn das unter dem harmloser klingenden Wort Abstammungsprinzip verborgen wird. Die Burschenschaften führen einen entschiedenen Kampf gegen das Verbotsgesetz, das die nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt. Die Burschenschaften treten bei... Auch wenn Sie Leitthema ist, ich muss jetzt trotzdem Sie unterbrechen, dass man noch einmal auf die... Ich werde dafür, dass er weitermacht. Das ist eine einzige Belangsendung für die Burschenschaften. Auf die Oppositionsrolle zu sprechen kommen. Isabel, wie siehst denn du das? Wer wird denn jetzt nach dem Rücktritt von Peter Pilz deiner Meinung nach die Rolle der Opposition ausfüllen können? Kann es die SPÖ? Kann sie es mit diesem Personal? Ist der Christian Kern ein Oppositionsführer? Wären es die Neos? Kann es die Liste Pilz ohne den Pilz überhaupt irgendwie? Wie siehst du das? Nein, also bei der Liste Pilz sehe ich es wieder Joe Kaliner. Die werden ein bisschen ein Schicksal aller Stronach-Liste nehmen und die können sicher nicht die Oppositionsrolle einnehmen. Die einzige, die es könnte, weil gegen Schwarz-Blau oder Türkis-Blau, damit sich der Andreas Kohl nicht aufregt, braucht man natürlich eine starke Oppositionspartei, so wie es die Freiheitliche Partei als Gegengewicht gegen Rot-Schwarz gegeben hat, müsste sich die SPÖ jetzt finden. Sie haben ja am Anfang, das muss man jetzt der Fairness halber dazu sagen, der erste Beschluss des SPÖ-Vorstandes war ja, wir reden mit allen. Also sie waren bereit, das ist halt nichts geworden, war auch klar, weder mit der FPÖ noch mit der ÖVP. Ich glaube, das wird sich entscheiden, wo sich die SPÖ hinbewegt. Sie haben natürlich große Chancen mit einer FPÖ-ÖVP-Regierung, weil da bleibt natürlich im ganzen Sozialbereich, aber auch im ideologischen Bereich, bleibt ein gewisser Platz da. Die Frage ist, finden Sie Ihre Rolle wirklich als Oppositionelle und schaffen es, das, was jetzt durch den Rauswurf von Peter Pilz fehlt, um die Grünen eine Kontrollpartei zu werden und auch gewisse Aufdeckerkapazitäten aufzunehmen? Also wenn ich von einer Rolle im Parlamentarismus wirklich Ahnung habe, dann von der Opposition. Kollege Kohl wird ein bisschen was dazu erzählen können. Ich eben, man in der Opposition. Also, das heißt, das, was die SPÖ derzeit darstellt und auch personell darstellt, ist nicht für eine Oppositionsrolle geeignet. Ich glaube nicht, dass der Christian Kern diese Rolle überhaupt versteht. Der wird auch mittelfristig oder kurzfristig schon bald wieder weg sein. Wenn der einen Job findet, irgendwo einen tollen Direktorposten, ist er weg, weil er verdient er mehr. Das heißt also, die SPÖ ist nicht auf Opposition konditioniert, personell nicht, aber auch nicht sozusagen vom Zugang zur Politik her nicht. Es ist eine bedulliche Partei geworden. Die wird eine Zeit lang brauchen, bis sie überhaupt in eine Oppositionsrolle findet. Eine andere Oppositionspartei ist nicht da. Die Neos wollen in Wirklichkeit mitregieren. Die wollen sich sozusagen als ungebetener oder unsichtbarer Gast an den Regierungstisch setzen mit dem Hinweis, wir liefern euch die Zweidrittelmehrheit. Also da ist auch keine Oppositionsrolle zu erwarten. Das heißt, diese Koalition hat die komfortable Situation, dass im Grunde im Parlament nichts zu befürchten hat. Und das ist auch eine Chance. Durch den Rücktritt des Peter Pilz oder sozusagen das Nicht-Annehmen des Mandats gibt es eigentlich keine... Der hätte auch nicht das Wunder wirken können, aber er hätte ein bisschen mehr auf die Räder gebracht. Aber letztlich hoffe ich, dass die Regierung kurz das nutzt,
um sozusagen jetzt wirklich schon in der Anfangsphase diese Möglichkeit für große Reformprojekte zu nutzen. Wenn sie diese Situation jetzt verpasst und darauf wartet, dass das SPÖ vielleicht dann wirklich doch eine Oppositionspartei wird, dann ist ihr dann auch nicht zu helfen, dann haben sie was verpasst. Nebenbei glaube ich, dass die SPÖ mit den internen Konflikten jetzt in den nächsten Monaten zu kämpfen haben wird. Alleine die Frage, wie es in Wien weitergeht, ja? Alleine wie es in Bundesländern weitergeht. Da sind unglaubliche, auch an Reformstäuben übrigens vorhanden. Ja? Und auch wenn man sieht, wie der ÖGB in Wirklichkeit längst eine Koalition mit den Blauen befürwortet hätte, auch andere Teile der SPÖ und die anderen, eine relative Minderheit eigentlich immer noch gebremst hat. Und wie sich diese Flügel jetzt aneinander reiben werden, also da glaube ich nicht, dass in absehbarer Zeit mit einer starken Opposition SPÖ das Parlament in- und auswendig, wenn ich sagen darf, also in Positionen, ist das so ein Gnadenwiesen für die Regierung? Nein, absolut nicht. Es wird drei Oppositionsparteien geben und eine davon, die alle Kontrollrechte zur Verfügung hat, kraftvoll agieren kann, das ist die SPÖ. Die SPÖ hat die große Chance, die die ÖVP auch 1970 gehabt hat. Wir kamen völlig unvorbereitet in die Opposition. Wir haben uns komplett neu aufgestellt. Salzburger Programm 1972, Pläne zur Lebensqualität. Die haben weit bis zum Ende der 90er Jahre unsere Parteiprogrammatik gestaltet. Da sind Leute wie Erhard Buseck, Wolfgang Schüssel, und andere, Sixtus Lander zum Beispiel, sind da, Alois Mock, sind aus dieser Programmarbeit herausgewachsen. Die SPÖ hat ja seit dem legendären Programm von Karl Blecher, 1978 glaube ich, worüber ich ein Büchlein geschrieben habe, Marxismus mit Zuckerguss, hat es, großer Skandal gewesen, hat es kein Programm mehr in der SPÖ. Sie haben ja das Programm, das schieben Sie ja vor sich her, die Programmarbeit. Jetzt, Herr Kalliner, wenn Sie noch gefragt werden, Programmarbeit ist etwas, was die junge Leute bringt, klare Zielsetzung und auch in der Opposition neu beflügelt. Und das ist eine Riesenchance. Ich würde auch die Bildliste nicht unterschätzen. Also man kann zu ihm in der sachlichen Politik stehen, wie man will, aber der Alfred Noll, das ist ein gewichtiger Politiker. Und auch der Zinkel. Und andere, die da drinnen sind, die werden sich schon auf organisieren und werden nicht als Waisenkinder herumlaufen. Und auch die Neos, die werden eine konstruktive Opposition sein, wie es zum Teil die Grünen in der letzten Regierung waren, wenn die letzte Regierung, die damalige mittelgroße Koalition, die jetzt durch eine türkisblaue mittelgroße Koalition ersetzt wird, an Verfassungsmehrheit gebraucht hat, waren es meistens die Grünen, die am Tisch saßen. So werden die Neos mit am Tisch sitzen. Und der Stolz hat das nicht schlecht gemacht bis jetzt. Also ich glaube, es wird Opposition geben. Die Opposition wird ihre Rolle spielen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass manche von der SPÖ verschwinden werden wie das Würstel vom Kraut. Das glaube ich auch, ja. Sehr schnell. Ja. Aber die große Chance ist Neuaufstellung der Partei, Parteiprogramm, um endlich den Konflikt in der SPÖ zu lösen. Wollen Sie eine Partei wie die deutschen Sozialdemokraten sein, Partei Martin Schulz, oder wie Jeremy Corbyn in Großbritannien? Die beiden Flügel gibt es in der SPÖ und der Kampf bzw. die Klärung, ich bin nämlich auch ein Ideologe, Herr Schasser. Ja, das weiß ich. Ja. Ist mir bekannt. Der muss also jetzt ausgetragen werden. Bevor es zu ideologisch wird, würde ich dem Herrn Kalliner das Schlusswort geben, als besten Kenner der SPÖ. Weg zwischen Corbyn und Schulz. Ja, und ich kenne auch in der Sozialdemokratie Gott sei Dank international interessantere Modelle. Ich bin mir nicht sicher, wenn der Herr Kohl das anspricht, sozusagen diese große Chance aller ÖVP 1970, das finde ich, ob das sozusagen ironisch gemeint ist oder ernst gemeint war. Weil es hat ja doch 16 Jahre gedauert, bis die ÖVP diese große Chance wieder ergriffen hat, nur weil der Franitzky mit der FPÖ gebrochen hat, ist die ÖVP, finde ich, keine gute Chance. Aber zur Opposition möchte ich sagen, das hängt natürlich sehr stark auch davon ab, wie die Regierung sich gibt. Also wenn zum Beispiel die Pläne kommen, Zerschlagung der Sozialpartnerschaft, Abschaffung der Arbeiterkammern oder Einschränkung, dann wird man, glaube ich, relativ schnell sehen, dass das ein ziemlich geschlossenes Teil ist, die Sozialdemokratie. Wenn die Regierung das ein bisschen gemächlicher angeht, so wie der Kohl meint, und einmal eine große Steuerreform macht, wo die kleinsten Einkommen entlastet werden, da wird die SPÖ schwer haben. Sozialversicherungen zusammenlegen ja, und wie es auch.
glaube ich, kein großes Problem. Die Frage wird, wenn man das nur macht, ist dann die Frage der Gegenfinanzierung. Wer darf das wieder zahlen? Aber also deswegen glaube ich, jetzt wirklich darauf ankommen, welches Tempo macht die Regierung in diese Richtung? Und wenn sie in Richtung zum Beispiel im AK abschaffen oder Kammern, dann wird das wahrscheinlich ziemlich rasch kraftvoll werden. Ja. Wir werden es, wenn wir der ÖVP glauben, werden wir es mit Anfang Dezember wissen, weil dann haben wir die Regierung oder Mitte Dezember, aber zumindest noch im heurigen Jahr. Ich darf mich bei allen bedanken für eine sehr lebhafte, spannende Diskussion. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten. Unsere Gäste diskutieren noch weiter, aber Sie sehen jetzt hier die Nachrichten. Wiederschauen.